Der Döner Kebab. Frisch vom Grill ins Brötchen. 650 Millionen Stück essen wir Deutsche pro Jahr. Und diese Männer sorgen dafür, dass uns der Döner niemals ausgeht. Aber was macht gute Dönerqualität aus? In einer der größten Dönerfabriken Deutschlands, in der Nähe von Berlin, bereiten sich die sogenannten Döneraufstecker auf ihren Akkordeinsatz vor. Heute haben wir Freitag, das Wochenende steht bevor. Da müssen wir 3 Tage vorarbeiten, weil wir am Wochenende ja geschlossen haben. Dadurch haben wir Aufträge bis 100 Dönerspieße. Da müssen wir heute besonders Gas geben natürlich. Die Fleischspieße für die Gastronomie und die Dönerbuden sind zwischen 10 und 120 Kilo schwer. Ich brauche dreimal 40 Kilo von euch. Ja. Und dreimal von euch. Jo, machen wir. Bisschen schnell bitte, ja? Ja, aber zackig, ja. Bülent und Ahmed sind 2 von 20 Aufsteckern, die das Fleisch auf den Spieß bringen müssen. Abwechselnd Kalb und Hackfleisch. Ich bin schon seit 2 Jahren dabei, bin quasi ein Quereinsteiger. Vorher hatte ich noch nichts mit Fleisch oder Metzgerei zu tun und habe mir das halt angelernt. Mittlerweile bin ich ein festes Glied hier am Tisch. Bin auch froh darüber, macht Spaß die Arbeit. Rund 1.500 Euro brutto verdient ein Aufstecker im Schnitt. In einigen Bundesländern gibt es sogar eine Schulung zur Dönerfachkraft. Denn Dönerstecken ist gar nicht so einfach. Döner sieht zwar leicht aus, aber das kann sich verformen, wenn man es falsch aufsteckt. Es sollte nicht unten dicker sein als oben. Es musste diese bestimmte Dönerform haben. Unten dünner, schmaler als oben. Damit das Kalbfleisch auf dem Spieß besser hält, ist es in platte Scheiben gepresst. Die Klassiker in der Dönerfabrik sind der hochwertige Döner aus reinem Kalbfleisch und der aus Kalb- und Rinderhackfleisch gemischt. Offiziell darf sich Döner Kebab nur nennen, wenn der Hackfleischanteil unter 60% liegt. Außerdem beliebt der Hähnchendöner aus marinierten Hähnchenschenkeln. Nur aus Schenkeln, denn die Brust wäre zu trocken. In einem 100-Kilo-Döner wie diesen stecken bis zu 500 Hähnchenschenkel. Bei unter 10 Grad entsteht hier ein Spieß nach dem anderen. Und jetzt kommen noch mehr Aufträge dazu. Doch für die Aufstecker gibt es inzwischen ein Problem. Die ersten Fleischberge sind abgearbeitet, der Nachschub fehlt. Der Grund? Am Wareneingang kommt heute eine wichtige Lieferung später an als sonst. Lagerarbeiter Daut und Kollege Tama nehmen die Fracht in Empfang. Wir müssen uns wirklich beeilen, weil drinnen viel los ist. Müssen wir ganz schön Gas geben jetzt. 2 Tonnen Hähnchen sind heute mit an Bord. Das Wichtigste, die Temperatur- und Sichtkontrolle. Die Kühlkette dürfen die Mitarbeiter nur kurz unterbrechen. Die Ware muss jetzt zwischen 3 und 4 Grad plus sein. Also darf nicht mehr sein, sonst wird die Ware auf jeden Fall, die muss zurückgeschickt werden. Können wir nicht so annehmen, geht nicht. Die Werte sind in Ordnung. Jetzt die Qualitätskontrolle. Schaue ich mir die Ware genauer an. Daut muss vor allem auf die Farbe des Fleisches achten. Also das Fleisch muss eigentlich weiß sein, weil weißes Fleisch ist eine gute Qualität. Kann man auch besser Döner machen damit. Denn je heller das Fleisch, desto weniger Muskelmasse. Solches Fleisch ist weicher und lässt sich besser verarbeiten. Die Lieferung hat den Eingangscheck bestanden. Jetzt ab in die Produktion. Fleischnachschub für die Aufstecker. Damit der Spieß wie ein Kegel aussieht, braucht er jetzt noch einen Feinschliff. Fleisch ist teuer, deshalb sortieren die Aufstecker sogar diese Reste für die nächsten Spieße. Jetzt wickeln die Arbeiter den Spieß in Küchenfolie. Ganze 25 Meter Folie pro Döner. So hält die Form noch besser. Dann muss der Döner in die Kühlung. Genau für eine Stunde in den Schockfroster bei minus 29 Grad. So bleibt der Döner frisch bis zum Verkauf. Der Döner-Kebab, auf Deutsch sich drehendes Grillfleisch. 300 Tonnen werden in Deutschland pro Tag produziert. In einer der größten Dönerfabriken Deutschlands gibt es nicht nur Döner, sondern auch die passenden Beilagen. Außerdem türkische Pizza, Lahmacun. In der Bäckerei arbeitet die einzige Frau in der Fabrik, Meisterin Buba. Das ist glatt, das ist weich. So weiß soll es sein und das ist fertig. Ich mache jetzt aus und kann mal rausholen.
Über 100 Kilo Teig verarbeiten die Bäcker hier pro Tag. Buba will heute Neuling Dohan zeigen, wie man türkischen Blätterteigstrudel herstellt, die sogenannten Böreks. Wenn machst du Kugeln? Wie groß ist deine Hand? Machst du einfach von oben, schneidest du, lässt auf Tisch. Und die wichtigste von allem, das muss richtig glatt gekugelt werden und unten soll zu sein. Sieht einfach aus, ist es aber nicht, denn für Böreks wichtig, der Teig darf keine Löcher oder Falten haben. Roll nach vorne, nach vorne, so, nicht schlecht. Damit sich der Teig besser verarbeiten lässt, kommt jetzt noch eine fettige Mischung aus Butter und Öl dazu. Machst du Finger halber raus und umdrehen, umdrehen. Nicht mit Finger, mit denen. Genau. Das drückt richtig und macht glatt. Einen Großteil des Geschäfts in der Fabrik machen Pizza und Börek aus. Sie kommen vorgebacken und tiefgekühlt zum Kunden. 500 Böreks stellt die 26-jährige Mazedonierin pro Tag her. Eine Frau als Börekmeisterin ist ungewöhnlich. Böreks machen normalerweise Männer. Das ist egal in welchem Land. Reden wir so, die Börek kommt aus balkanischen Ländern. Die sind über 98% Männer. Denn zum Börek machen braucht man viel Kraft, vor allem in den Händen. Zuerst die Ecke drücken. Und richtig drücken. So. Passt du an mit dieser Hand, mit linker Hand hier. Und die andere Hand von unten. Nicht Finger, das geht rein im Teig. Und wenn drehst du um, Ende kommt Hand unten. Mit dieser Hand legst du Teig unten. Diese geht hoch, unten zu. Selbst die Meisterin hat 7 Monate gebraucht, bis sie die Wurftechnik perfekt beherrscht hat. Jetzt soll Dohan ran. So, das braucht nicht zu viel. Nee, ich traue mich nicht zu. Es ist halt schwer. Wie soll ich das machen? Kannst du probieren, eine zuzumachen? Ich werde durch den Anfang her. Das Wichtigste beim Börek machen, die richtige Handchoreografie. Diese haltest du nicht bewegen. Die andere nach oben, nach oben. Diese nach oben und dann nach vorne. Okay. Diese nicht bewegen. Wieder bewegen diese. Nochmal. Hier und hier. So, ungefähr. Übung macht den Börekmeister. Dafür darf Dohan jetzt die Böreks noch belegen. In der Dönerfabrik kommen Feta-Käse und Spinat in die Füllung. Nach 20 Minuten im Ofen sind Dohans erste Böreks fertig. Lecker. Mein Papa. Ja. Der Döner-Kebab. In Europa macht die Dönerindustrie einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. In einer der größten Dönerfabriken Deutschlands kommen die Spieße jetzt auf die hauseigenen Grillstationen. Denn die Megafabrik liefert nicht nur tiefgefrorene Spieße, sondern stellt auch fertig gegrillten Döner für Kantinen und Restaurants her. Heute haben wir 40 Kilo pro Spieß. Das sind 8 Spieße und eine Garzeit von ca. 8 Stunden. 320 Kilo Fleisch müssen die Grillmeister Necet und Mehmet heute braten. Zum Grillen muss der Döner unbedingt noch gefroren sein. Das muss seine Form haben. Und diese Form wird nur mit dieser Temperatur eingehalten. Außerdem ist gefrorenes Fleisch am hygienischsten. Zum Grillen heizen die Meister mit Gasöfen, die innen mit Keramiksteinen glühen. Die Steine speichern die Wärme und sollen den Döner rundherum knusprig machen. Döner braten und schneiden und das rund um die Uhr. Das geht in der Fabrik natürlich nicht mit dem Küchenmesser. Normales Messer wird es auch gemacht, aber wir machen hauptsächlich mit elektrischen Messer. Wenn man normale Messer nimmt, bei dieser Masse, schafft man eigentlich gar nicht. Es ist wahnsinnig schwierig. Klingen scharf wie Rasierer, die sie mehrmals pro Woche austauschen müssen. Jetzt noch die Temperaturkontrolle, denn die Meister dürfen erst dann schneiden, wenn die erste Schicht nicht mehr roh ist. Ich habe jetzt gerade 79, 74, also 81 Grad.
Wenn ich jetzt noch reingehe, dann habe ich 18 Grad. Also drin ist, also im Kern ist immer noch kalt. Mehmet ist seit 20 Jahren Dönerprofi. Den ganzen Tag hat er den Geruch von Döner in der Nase. Wenn man jeden Tag Döner schneidet und mit Döner zu tun hat, ist man irgendwie sättig. Man hat keinen Appetit mehr. Alle 5 Minuten müssen die Dönerschneider ran. Eine Pause darf nicht länger als eine halbe Stunde dauern, damit das Fleisch durchgehend brät. Ausgerechnet jetzt fällt bei einer Station der mittlere Grill aus. Die Grillmeister müssen sich in solchen Fällen auch technisch auskennen. Ich prüfe gerade diese Gasdüsen, ob die verstopft werden oder sind. Ich nehme an, die sind verstopft. Da kann ich auch jetzt momentan nicht machen, weil dieses Grillgerät ist verdammt heiß. Man kann sie natürlich hier nicht reparieren. Darf auch nicht hier repariert werden. Wenn was kaputt ist, dann muss er nach Werkstatt. Der Döner muss aber trotzdem weiter braten. Sonst müssten die Grillmeister das mehrere 100 Euro teure Fleisch wegwerfen. Da hilft nur eins, ein neuer Grill aus dem Lager. Mehmet bringt das fertig geschnittene Fleisch jetzt in die nächste Abteilung. Hier kommt der Fastfood-Döner in die Tüte. 5 Kilo Döner pro Packung. Damit die Kantinenvariante frisch bleibt, kommt sie danach in den Vakuumierer. Und dann noch in dieses Gerät, zum Röntgen. Wir haben jetzt eingestellt auf 8 Fremdkörper. Es kann Metall sein, es kann Haare sein, es kann Stoffe sein, es kann auch Folien sein. Und die erkennt ihr auch. Entdeckt der Metalldetektiv einen Fremdkörper, muss die ganze Charge raus. Ist alles in Ordnung, kann die Lieferung weiter. 10 Tonnen des Fastfood-Döners verlassen die Fabrik pro Monat. Der Döner-Kebab. 8 Stück isst jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Kaufen kann man den Döner an den 16.000 Buden in Deutschland. In einem der beliebtesten Imbisse in Berlin-Mitte erwartet heute Dönermeister Müslüm 2 extra große Dönerspieße, frisch aus der Fabrik. Jeden Tag kommen hier neue Spieße auf den Grill, heute 2 mal 90 Kilogramm. Bei uns hier bleibt nichts über. Immer frisch, immer geliefert, immer frisch geschnippelt, Salate und Soßen, alles. Meister Müslüm hat sich für seine Kunden den Edeldönerspieß bestellt. Hier, alles kein Hackfleisch. Kein Hackfleisch. Und von dieser Sorte gibt es in Berlin oder sagen wir mal in Deutschland sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Und diese Qualität ist wirklich, gibt es nirgendwo. Reiner Scheibenfleischdöner aus Kalb kostet deshalb den Dönermeister auch 7,50 Euro das Kilo. Gesamtwert pro Spieß fast 700 Euro. Daraus lassen sich immerhin über 600 Portionen schneiden. Jetzt alle weiteren Zutaten. Besonders stolz ist der Dönermeister auf seine hausgemachten Soßen. Das Rezept? Ein streng gehütetes Geheimnis. Jedes Mal wird dann frisch vorbereitet. Die Haltbarkeit ist länger, aber mehr alles einen Tag oder 2 Tage mehr nicht. In einem der größten Döner-Imbisse Berlins machen die türkischen Bäcker das Dönerbrot, wie die Italiener ihre Pizza, im eigenen Holzofen. Am beliebtesten der dünne Teig für den Döner Düren. Hier für Mittagszeit wird schon vorbereitet. Das ist türkische Pizza, weil nachher keine Zeit haben. Und Düren immer frisch natürlich hin und her wird geholt. Dankeschön. Noch 2 bitte, ja? So. Jetzt das Wichtigste, das Fleisch. Müslüm arbeitet seit über 30 Jahren als Dönermeister. Ehrensache, dass der Döner nur mit dem Messer vom Grill kommt. Wir müssen achten, einfach, naja, achten, was ist denn das, dass wir keine rohe Fleisch mehr dran haben. Da so schneidet man, aber nicht mit der Maschine. Nee. Aber was macht nun einen guten Döner aus? Wie ist die richtige Reihenfolge beim Zubereiten? Müslüm gibt Unterricht in Dönerkunde. Wir machen jetzt den scharfe Soße drauf erstmal. Danach hier machen wir Knoblauchsoße. Erst nach der Soße kommt das Fleisch. Darüber die Zwiebeln, der Rotkohl, der Eisbergsalat und die Tomaten. Ganz wichtig, obendrauf keine Soße mehr. So. Voilà.
Der Döner-Kebab. Frisch vom Grill ins Brötchen. 650 Millionen Stück essen wir Deutsche pro Jahr.